Moin, hier ist wieder André aus Hamburg und heute gucken wir uns die 71411 an. Das ist der Riesenbowser. Da habt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon ein paar von den Aufbauvideos gesehen, die ich mit auf den Kanal packe. Und da gab es auch die Riesenversion auf der Gamescom. Der kostet 270 Euro. Ich hätte ihn aber im Sale gekriegt für 188. Also da könnt ihr wahrscheinlich easy 100 Euro versparen. Die gibt es auch im normalen Handel, also gar kein Problem. Die Frage ist, ob der sich lohnt. Ja, der lohnt sich. Ich würde sogar sagen, das ist momentan so mein absolutes Lieblings-Lego-Modell. Der ist einfach grandios. Jetzt zeige ich mal Ihnen die Packung. Die ist auch gewaltig. Also ein Riesending. Auf der Seite da haben wir mal sein Gesicht. Hinten drauf sind die Spielfunktionen. Die zeige ich auch gleich nochmal. Das gerade speziell dieses Geschoss ist halt der absolute Wahnsinn. Und der hat auch sonst viele Funktionen. Er ist relativ beweglich, also funktioniert sehr gut. Erstmal gibt es dazu noch diese Base. Da steht er lose drauf. Ich nehme ihn jetzt mal eben runter. Und hier ist auch schon mal die Base. Da sind auch so Spielfunktionen wieder mit drin von diesem Mario-Spiel. Und zwar ist hier wieder so ein Pow-Block drunter. Und hier vorne kann man das auch rausziehen. Und da ist halt nochmal so ein Panel, wo man die Figuren draufstellen kann. Die Base sieht fantastisch aus. Die lässt sich übrigens auch super für Star Wars benutzen. Also, weil hat halt diesen grauen Ton und dann hier noch diesen, sag mal, roten Teppich oder roten Gang. Das ist total super. Auch die Flammensäulen, die hier neben stehen, sind fantastisch. Das sind übrigens auch alles Drucke. Also keine Aufkleber. Absolut fantastisch. Ich habe das Ganze mit einer PDF gebaut. Die Anleitung kommt auch nochmal separat und ist wieder in so einem Pappschuber. Also da seht ihr dann halt, dass sie sich da halt so alle Mühe gegeben haben, die man bei so einem großen Modell halt erwartet. So, hier ist der Bowser jetzt mal selber. Also erstmal von der Größe her ist der halt riesig. Der ist ein absolutes so Centerpiece-Modell, weil man den von allen Seiten gut einsehen kann. Da ist halt überall was los und ja, der sieht einfach fantastisch aus. Und der hat viele interessante Funktionen. Zum Beispiel, was ich sehr, sehr witzig finde, ist, wenn man den hochhebt, dass die Beine und der Schwanz so runterklappen. Und das passt sich dann einfach so dem Boden an. Und das funktioniert ganz hervorragend. So, als nächstes haben wir hier die Arme. Die lassen sich auch gut bewegen. Auch die Hände einzeln. Das ist halt auch total gut. Und der Kopf, der lässt sich hier über so einen Schieber, der hier drin ist, hin und her drehen die ganze Zeit. Das ist auch total genial. Die Augenbrauen kann man so einstellen. Hier einmal auf traurig und halt auf evil. So werde ich ihn wahrscheinlich auch lassen, weil so ist der Bowser halt. So, und jetzt kommen wir mal zu der absolut spektakulärsten Funktion von ihm. Den Mund kann man bewegen. Da ist ein Geschoss drin. Und wenn man jetzt den Mund runterzieht, also den unteren Teil, nee, Moment, wenn man den oberen Teil nach oben zieht, schießt dieses Geschoss raus mit der Wahnsinnsgeschwindigkeit. Da will ich vorsichtig sein. Das ist ein super cooles Teil. Das ist halt wie so eine Flamme geformt. Sowas habe ich noch nie gesehen bei Lego. Also es ist super massiv und hat auch richtig Dampf. Also Vorsicht. Ja, und das wird halt hier so in den Mund reingesteckt. Ich lasse es mal eben weg, weil ich wollte noch mal ein bisschen zeigen, wie so die ganzen Details sind. Weil der Mund selber ist auch ziemlich cool. Also mit den Zähnen. Dann hier oben haben wir nochmal so die Flammen auf seinem Kopf. Die Haare so auf seinem Kopf, die in so einem Flammendesign sind. Dann hat er hier überall diese Stahlbänder drumherum mit den Dornen. Der Rücken ist absolut genial, weil das halt so ein gigantisches, massives Teil ist hinterher, wenn man diese Platten zusammengeklebt hat. Ja, dieser Rahmen drumherum ist fantastisch. Also das, was den halt ausmacht und so gut macht, ist, dass da einfach alles an dem massiv ist. Also es ist alles massiv, es ist alles stabil. Man kann alles irgendwie bewegen. Man hat immer ein gutes Gefühl dafür, was gerade so passiert. Weil das alles sehr, sehr schön quasi so mit den Technikteilen designt ist. Und der sieht halt absolut genial aus. Also bei dem kann ich nur wirklich sagen, also wenn ihr momentan so eine Liste macht, für was ihr euch an Lego holen wollt, und ihr habt ja so ansatzweise Interesse daran und seid Lego-Fan oder Nintendo-Fan, das ist hier das absolute Must-Have. Der ist absolut fantastisch. Dann hat er eine unique Teile, keine Aufkleber, super Box. Dann, wie gesagt, diese Platte.
Die Säulen sind extra so gebaut, dass sie halt abfallen können. Also ist auch kein Problem, weil wenn er einmal so steht. Die Platte ist fantastisch. Und er selber ist halt absolut grandios. Das ist halt ein gigantisches Lego-Set. Und schön bunt ist er. Also da gibt es eigentlich ja, von meiner Seite überhaupt keine Kritik an diesem Modell. Das ist einfach fantastisch. Der normale Preis ist halt sehr, sehr hoch, finde ich. Den hätten sie auch an sich runterlassen können. Am Anfang war der, glaube ich, so bei 2,30, aber war er 2,70. Wahrscheinlich für diese Preiserhöhung im Oktober. Aber ansonsten, ja, das ist quasi 5 von 5 Sterne. Absolut fantastisch. Gut, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ja, schönen Tag noch und schöne Grüße aus Hamburg.